Ich bin gerade mit meinem Kind draußen unterwegs. Wir waren kurz einkaufen und gehen wieder zurück. Und die Wege dauern so viel länger, wenn man mit dem Kind geht. Wenn diese Kinder zu Fuß gehen, lassen sie sich zeigen, sie gehen links und rechts, sie gehen rückwärts, sie schlagen Haken und rennen in die falsche Richtung mit Absicht, weil sie noch mehr entdecken und erkunden wollen. Guck, meine Frau schreibt mir gerade, alles gut bei euch, weil sie einfach so viel länger brauchen. Genau. Es ist einfacher, wenn man sie in den Kinderwagen setzt, weil man keinen Bock mehr hat, aber wenn sie zu alt sind oder zu groß, er rennt voll in die Pfütze. Schaut euch diese Pfütze. So, also jetzt auflegen. So, er braucht mich, beziehungsweise er macht Kacke und ich muss darauf. So, also genießt die Zeit, die ihr mit den Kleinen habt. Irgendwann wird das nicht mehr so sein, dann werden sie groß sein und selber den Einkauf für euch erledigen oder sie werden in den Bus steigen oder in andere öffentliche Verkehrsmittel und irgendwann vielleicht auch in ein Auto steigen. Darum, seid für die da, passt gut auf die auf. Ich weiß, ich rede gerade ins Handy und gucke nur mit einem Auge, was der macht. Aber ich meine es ernst. So, komm runter, geh da nicht. Genau, sehr gut. Genau, darum, ich erinnere mich selber und ich erinnere euch einfach daran. Genießt die Zeit, jetzt sind sie kleine Babys, jetzt ist alles süß und irgendwann wird das alles nur eine Erinnerung sein. Genau. Und es macht nichts, wenn ihr viermal so lange braucht wie alleine oder wie oder doppelt so lange wie wenn das Kind im Kinderwagen wäre. Ist dann so, das ist die Entschleunigung des Alltags, von der alle immer geredet haben. Also, wir machen ganz langsam, ganz gemächlich, ganz gemütlich. Irgendwann kommen wir auch nach Hause. Irgendwann kommen wir auch zu Hause an.